Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze, zur Taroskoplegung mit Ella. Ja, nochmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir sind jetzt am 01.01.2019, also ich mache diese Legung am 01.01. und ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Ja, wieder eine allgemeine Legung. Das gilt für die Woche 7. bis 13. Januar 2019. Ja, so schnell geht ein Jahr in die Vollen. Und wir schauen natürlich, welche Energien davor herrschen, was du nutzen kannst. Schau, ob es für dich passt. Wenn es nicht passt, bitte nicht passend machen. Das würde dir nicht helfen. Wenn es passt, entscheidest du natürlich darüber, wie du das nutzt. So, dann gucken wir mal, was dir die Leute so um dich herum an Energien entgegenbringen. Die 10 der Stäbe. Da wollen einige Leute Ballast abwerfen. Lass dir die nicht aufhalten, ne? Das ist halt 10 der Stäbe. Sie wollen ja ihre Altlasten loswerden. Gucken wir mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnungen und Ängste, was gut für dich ist, was nicht so gut für dich ist und natürlich der mögliche Ausgang. So, mit dem zweiten Kartendeck schauen wir nach den einzelnen Wochentagen. Und diese Energien sind fließend, das heißt also, es muss nicht an dem Tag stattfinden für dich, an dem das oder für den das gelegt wurde. Wenn es für dich passt und du die Situation nutzen kannst, geht das natürlich auch an jedem anderen Tag. So, und dann wollen wir natürlich wissen, lieber Schütze, welche Energien bringst du denn mit in diese Woche? So. Die 6 der Kelche. Nostalgie. Du bist ein bisschen nostalgisch, denkst an die Vergangenheit und vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere, was du aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen möchtest. Dann haben wir die Wochentage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, beginnen wollen wir natürlich, wie du dich fühlst und wie du über dich denkst. Wir haben den Mond. Ja. Ich glaube, du bist ein bisschen verwirrt. Du weißt noch nicht so recht über viele Dinge Bescheid, die dir begegnet sind, jetzt in der letzten Woche vielleicht. Und du bist ein bisschen unsicher. Der Mond verbirgt auch. Vielleicht bist du auch ein bisschen zurückgezogen oder möchtest nicht so nach außen zeigen, was in dir vorgeht. Wir schauen mal. Dein Wunsch in dieser Woche ist das Rad des Schicksals. Du möchtest endlich Glück haben. Wer nicht? Hoffnung und Ängste, die 7 der Münzen. Das ist die Frage aller Fragen. Hat sich das, was ich bisher geleistet habe, was ich auf den Weg gebracht habe, gelohnt? Gut, das wirst du jetzt noch nicht beantwortet bekommen. Es ist einfach so, dass du hoffst, dass deine Dinge Früchte tragen, aber die müssen erstmal reifen. Das heißt, sofort kriegst du keine Antwort darauf. Das wird noch ein bisschen dauern. Gut für dich in dieser Woche ist der Hohepriester. Und das bedeutet Intuition, Bauchgefühl, positive Gedanken. Der Hohepriester ist auch jemand, der sehr viel Weisheit hat und der weiß. Also ja, der weiß, was ist, was man machen soll. Vielleicht ist es auch jemand, den du um Rat fragst, zum Beispiel, wenn dir vieles nicht bekannt ist. Nicht gut in dieser Woche ist die 2 der Münzen. Das heißt, wenn du 2 Dinge hast, die du jonglierst, 2 Jobs oder irgendwas, das könnte dich diese Woche ein bisschen in die Bredouille bringen. Also vorsichtig, ja? Oder wenn du nicht weißt, das eine oder das andere, was mache ich? Dann hol dir Rat. Ausgang in dieser Woche ist die Königin der Schwerter. Das ist jemand, der sehr sachlich ist, wenig gefühlsbetont, aber die Dinge auch, ja, entscheidet. Und ich glaube, darum geht es, eine Entscheidung zu treffen. Ja, dann schauen wir uns mal die Wochentage im Einzelnen an. Königin der Schwerter ist ein Luftzeichen und das könnte Waage, Wassermann oder Zwilling sein. Vielleicht hast du das auch in deinem Horoskop. Das ist jemand, der halt sehr schnell entscheidet und dem man auch nichts vormachen kann. Der Montag, Page der Schwerter. Das könnte eine Nachricht sein. Es ist sachlich, es ist irgendetwas, was dir gesagt wird, was du bekommst. Schauen wir mal.
Dienstag haben wir die 6 der Schwerter. Da geht es in ruhigere Gewässer. Das heißt, du hast nicht so viel Stress. Das ist schon mal gut. Am Mittwoch haben wir Gerechtigkeit, Justiz. Schauen wir mal, worum es da geht. Da haben wir die 3 der Münzen, das ist Zusammenarbeit. Am Freitag haben wir das Gericht, das zu beurteilen. Und am Samstag haben wir den Page der Stäbe. Und am Sonntag haben wir Königin der Münzen. Das ist Erdenergie. Okay, so, da müssen wir natürlich genauer schauen, weil das kann ich jetzt so nicht sagen, um was genau es da geht. Natürlich um eine Nachricht. Hier ist ja auch etwas unbekannt. Und was ist das Unbekannte oder was ist das, wie du dich siehst? Das ist der Page der Kelche und die Herrscherin. Okay, es könnte sein, dass sich die Dinge entwickeln und du irgendwie nicht ganz mitkommst. Ja, du hast da ein liebevolles Angebot, du bist, deine Dinge laufen voran und mit dem Mond weißt du nicht, warum sie eigentlich funktionieren. Ne? Aber ist ja nicht schlecht, ist ja okay. Du wünschst dir natürlich Glück in allen Bereichen, du kämpfst für dein Glück, du tust, was du kannst und wir haben auch die Wunscherfüllung. Das heißt, es ist ein hartes Stück Arbeit, das hast du jetzt schon bis jetzt schon hinter dich gebracht und es geht natürlich auch weiter. Dann haben wir die 7 der Münzen, das sind die Hoffnung und Ängste, da haben wir die 5 der Stäbe und die Liebenden. Es könnte sein, dass in deinen Projekten, in dem, was du gerade tust, was du vorhast, was du in die Welt setzt, beziehungsweise was du vorantreibst, dir da plötzlich die Liebe dazwischen funkt. Du wehrst dich aber dagegen. Du bist momentan nicht so auf Liebe aus oder auf eine neue Partnerschaft. Der Hohepriester ist gut für dich. Der schafft Klarheit beim Mond und er sagt dir auch, was nicht gut für dich ist. Also, horche auf deine Intuition und wenn du Schwierigkeiten hast, Dinge zu entscheiden, hol dir bitte Rat. Wir haben die 2 der Münzen, was nicht gut für dich ist. Da haben wir den Ritter der Schwerter und die 5 der Kelche. Könnte sein, dass ein Luftzeichen dich ein bisschen traurig macht mit seiner Art. Jemand vielleicht dich auch kränkt oder irgendwas. Kann auch gerade im Job sein natürlich. Da musst du durch. Du darfst dich davon nicht irritieren lassen und auch nicht durcheinander bringen lassen. Das ist ganz wichtig. Du bist die Königin der Schwerter. Auch mit einem gebrochenen Herzen. Du weißt, was das heißt und du weißt, wie man das auch wiedererlangt. Also eine vernünftig gehende Partnerschaft. Ja, 2 der Kelche auf Augenhöhe. Auch wenn du ein gebrochenes Herz hast, es kann sein, dass dir trotzdem jemand begegnet, der auf deiner Wellenlänge unterwegs ist. Wie gesagt, das kann dich auch ein bisschen irritieren. Wir haben am Montag den Pagen der Schwerter, wir haben die 10 der Stäbe und wir haben den Magier. Das heißt, durch eine einzige Nachricht kannst du Lasten loswerden. Du manifestierst, irgendetwas ergibt sich für dich, was dir die Lasten nimmt. Und ich glaube, das hat auch mit den 6 der Schwertern zu tun, dass du in ruhigere Gewässer gehst, weil du die 10 der Stäbe loswirst. Wir haben die Sonne und wir haben die 4 der Stäbe. Du schipperst Richtung Sonne und traut es heim, Glück allein. Also es tut sich was Positives. Ja, du hast ja auch hier oben drüber direkt die Wunscherfüllung. Es geht nicht ohne irgendwelche Schwierigkeiten natürlich. Es gibt immer Hindernisse oder dass du viel dafür tun musst. Ja, aber wir haben hier Gerechtigkeit. König der Stäbe. Ass der Kelche. Es könnte bedeuten, dass dir jemand ein Liebesgeschenk macht. Das könnte ein Feuerzeichen sein. Oder es ist deine Idee, also dass du der König der Stäbe bist, egal ob männlich oder weiblich. Und Gerechtigkeit könnte eine Waage sein, zum Beispiel. Dass dir jemand Liebe entgegenbringt. Und gemeinsam ist man stark. Der Eremit und der Tod. Ich glaube, das ist das Ende der Einsamkeit. Das ist das Ende, dass du dich ausgeschlossen fühlst, dass du dich alleine fühlst. Wir haben das Gericht. Wir haben den Stern.
und wir haben den Herrscher. Das könnte bedeuten einerseits, dass du ja die Dinge in die Hand nimmst als Herrscher und nach den Sternen greifst und das auch schaffst. Es kann auch bedeuten, dass du über einen, zum Beispiel einen Wassermann urteilst und dieser Wassermann dann praktisch deine Herrschaft anerkennt. Ja? Muss man sehen. Also da geht es um Gericht, Urteil über die Situation, die Hoffnung und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wir haben den Page der Stäbe. Wir haben die Kraft, sich zu fokussieren und das Glück anzunehmen. Wow! Wow, 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 wow. Und hier haben wir die Königin der Münzen. Mäßigkeit und 7 der Stäbe. Ich glaube, das, was du einmal hast jetzt, gibst du nicht wieder her. Du bist zwar liebevoll, freigebig und versuchst auszugleichen, aber mit der Erdenergie und den 7 der Stäbe weißt du, was du hast und was du nicht mehr hergibst. Fühlt sich für mich so an, intuitiv. Das ist ja super. Das sieht hervorragend aus. Ja? Da tut sich einiges in Sachen Gefühl, in Sachen Liebe, auch in Sachen Sicherheit. Und wir haben Mut. In mir finde ich die Kraft, der Angst mit Zuversicht zu begegnen. Du darfst alles haben in dieser Woche, nur keine Angst vor dem, was sich da entwickelt. Du bist ein bisschen nostalgisch, du denkst an früher, vielleicht war früher alles besser in Gedanken. Von außen sind Leute belastet. Du hast vieles, was du regeln musst. Du wehrst dich ein bisschen gegen die Liebe, gegen die Zweisamkeit, gegen die Partnerschaft möglicherweise. Wir gucken mal, was die andere Orakelkarte sagt aus den Weisheitskarten der Seele. Das magische Gebet, 32. Ich bin gespannt. Das war eben suchen. Moment. Das magische Gebet. Sprich deine Gebete, lausche auf die Antworten und handle voll Vertrauen. Wenn du diese Karte ziehst, so ist dies eine Bestätigung, dass deine Gebete eine Antwort finden werden. Das göttliche Prinzip ist immer für dich da, um dir zu helfen und dich zu heilen, wenn du in Not bist. Dabei lautet das Beste aller Gebete: Dein Wille geschehe durch mich, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Durch Gebete und Meditation stellst du eine bewusste Verbindung mit einer höheren Macht her. Sprich zu der göttlichen Schöpferkraft und vernimm die Antworten. Lege deine Wünsche und Sehnsüchte in die Hände des göttlichen Prinzips. Vielleicht bekommst du nicht, was du dir ersehnst, sicherlich aber, wessen du bedarfst. Deine Bestimmung wartet auf dich. Solange du die bewusste Verbindung mit einer höheren Macht aufrecht erhältst, bist du sicherlich auf dem richtigen Weg. Das heißt, du musst den Mut aufbringen, Gefühle zuzulassen, dich einzulassen, deinen Dingen nachzugehen und trotzdem offen zu sein für eine mögliche Beziehung, trotzdem du auch ein gebrochenes Herz hast. Die Königin der Schwerter urteilt natürlich sachlich, aber gegen eine Person auf Wellenlänge, die so auf deiner Wellenlänge schwingt, kann auch eine Königin der Schwerter nichts machen. Wir haben hier die Nachricht, dass dir Lasten erleichtert werden. Wir haben hier der Weg in die Sonne zum Glück. Wir haben hier Gerechtigkeit, den König der Schwerter, der Stäbe und das Ass der Kelche. Wir haben den Tod der Einsamkeit und hier das Team. Wir haben hier das Gericht mit dem Stern und dem Herrscher. Und hier haben wir die Fokussierung auf die Kraft und das Glück. Und hier haben wir das, was du manifestiert hast, lässt du nicht mehr los. Holla die Waldfee, das ist eine super Legung und ich denke, dass du da eine Menge mit anfangen kannst, mein lieber Schütze. Sei dir sicher, dass du ein bisschen Mut aufbringen musst, dass du natürlich auch Hindernisse überwinden musst, dass das nicht so als Präsentkorb kommt, sondern dass du Augen und Ohren offen hältst, wo sich diese Möglichkeiten bieten und trotz gebrochenem Herzen, trotz Traurigkeit, trotz vielleicht Bedenken von deiner Seite, solltest du das Ganze angehen und es versuchen. Ja? Und das lege ich dir ans Herz,
mein lieber Schütze, dass du die Dinge auch wahrnimmst. Ja, dass du die Dinge wirklich auch siehst, wenn sie dir begegnen, damit du sie ausschöpfen kannst. Ja, ich hoffe inständig, dass du das nutzen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass du mir dann auch berichtest, inwieweit das für dich dann auch tatsächlich eingetroffen ist und ob du die Dinge wahrnehmen konntest. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es dir geholfen hat, über ein Däumchen hoch. Das hilft mir. Vielen Dank dafür. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen und schauen, was du daraus weiterhin manifestierst. Ich bin sehr gespannt. Also viel Glück, viel Erfolg und alles Liebe von mir. Bis bald. Tschüss.